Schönen guten Tag. Mein Name ist Daniel Wilhelmi vom Taipan Börsenbrief und ich heiße Sie recht herzlich willkommen bei diesem Videoblog. Kurz nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft leider ausgeschieden ist. Sie wissen ja, ich bin großer Fußballfan. Mich hat das schwer getroffen und wir haben großartig gespielt bei der WM und seien wir ehrlich, wir waren das beste Team. Aber man muss der Niederlage auch Größe zeigen und muss anerkennend sagen, die Spanier haben dieses Spiel verdient gewonnen. Nun, was bedeutet das für uns? Für die Börse und für uns als Anleger. Die meisten Leute schauen jetzt bei dieser jungen, aussichtsreichen, talentierten deutschen Mannschaft auf die EM 2012 in Polen und der Ukraine. Aber wir bei Taipan schauen bekanntlich immer einen Schritt weiter als die Masse der Anleger. Und worauf schauen wir? Natürlich 2014 WM in Brasilien. Dort werden wir garantiert einer der Mitfavoriten sein. Und deshalb möchte ich heute mal auf Brasilien eingehen. Brasilien, einer der vier BRIC-Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China, ist eigentlich das Land, was immer hinten runterfällt. Alle reden natürlich über China und häufig dann auch über Indien und bei uns über Russland, aufgrund der Nähe zu Deutschland. Interessante Fußnote übrigens. An der Wall Street ist es genau umgekehrt. Aufgrund der Nähe zu Lateinamerika reden dort alle über Brasilien und kaum jemand redet über Russland. Brasilien ist aber inzwischen so etwas wie der geheime Star der BRIC-Staaten geworden. Im ersten Quartal 2010 diesen Jahres ist die Volkswirtschaft in Brasilien um 9% gewachsen. Das Wachstum war stärker als das Wachstum in Indien. Es war nach China das zweithöchste Wachstum der BRIC-Staaten. In diesem Jahr, in 2010, rechnen die Volkswirte damit, dass die brasilianische Wirtschaft so um die 6,5% wachsen wird. Teilweise schätzen die Analysten sogar bis 7,5%. Das sind asiatische Wachstumsraten im Herzen von Lateinamerika. Deshalb muss man sich dieses Land unbedingt angucken. In den kommenden 5 Jahren liegen die Prognosen für das Wachstum zwischen 5-6%. Das sind extrem hohe dynamische Wachstumsraten. In Brasilien, ein Land, was kaum jemand auf dem Radar hat, obwohl es eines der größten Länder der Welt ist, passiert ein großartiges Wachstum. Woher kommt das? Der erste Grund, den alle natürlich nennen, sind Rohstoffe. Brasilien, eines der rohstoffreichsten Länder der Welt, Öl, Agrar, Industriemetalle. Aber das ist nur eine Seite der Story. Und wie ich Ihnen schon im Profitradar erzählt hatte, möchte ich Ihnen heute zwei ganz andere Bereiche von Brasilien vorstellen, die extrem chancenreich in den kommenden Jahren sein werden. Die Rohstoffe werden natürlich immer ihren Schnitt machen. Das ist ganz klar. Brasilien ist Rohstoff. Aber Brasilien, das steht auch für 190 Millionen Bürger. Das ist unglaublich, Sie müssen sich das mal vorstellen. Das ist größer als Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen. Das ist ein gigantischer Binnenmarkt, der dort gerade entsteht. Und einer der Gründe, warum Brasilien, einer der größten Gewinner der vergangenen Krise 2008, 2009 war genau dieser Binnenmarkt. Durch den Konsum hat es Brasilien geschafft, sehr unbeschadet durch die ganze Krise zu kommen. Es gab zum Beispiel in Brasilien keine einzige Bankenpleite. Davon können die Amerikaner oder wir auch nur träumen. Und dieser Konsumsektor wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. So sind in 2009 beispielsweise die Einkommen der unteren Einkommensschichten um ungefähr 10% gestiegen. Der Konsumsektor ist also ein Sektor, auf den sich in Brasilien wirklich mal konzentrieren soll. Ein weiterer Sektor, über den keiner spricht. Denn wenn wir von Brasilien sprechen, reden alle nur davon, Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe. Ein weiterer Sektor, auf den Sie achten sollten, ist der Infrastrukturbereich. 2014 Weltmeisterschaft in Brasilien, 2016 Sommerolympiade in Brasilien. Die brasilianische Regierung hat schon angesagt, da werden Milliarden investiert werden in den Ausbau der Infrastruktur, der katastrophal ist in Brasilien. Damit man nach außen für die Welt, für diese beiden Großereignisse, ein wirklich positives Bild abgeben wird. Achten Sie also auf diese beiden Sektoren, wenn Sie sich dafür interessieren, auf Chancen, auf die nicht sofort jeder kommt, die aber herausragend sind, jedoch noch etwas abseits vom Rampenlicht stehen und erst wirklich ins Rampenlicht rücken werden, wenn ein Großteil der Rallye schon gelaufen ist, dann schauen Sie sich doch mal unseren Börsendienst Taipan an, wenn es Sie interessiert, denn dort stellen wir immer wieder diese aussichtsreichen Werte vor und diese beiden Trends in Brasilien werden wir in der kommenden Monaten immer wieder auf dem Radar haben. In diesem Sinne, es sind 30 Grad, gefühlte 95 Grad in meinem Hemd. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Daniel Wilhelmi.